at the number 75, the Black Tree Race crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette. As Thomas looking left and right, he goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. So ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale in the number 75. That puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the chicane. Pat 15, the Pat 3 race crew car has rolled over, and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche, but it's back on its wheels and it can keep going. Naja, ich kann ja ein bisschen, gucken und vielleicht habe ich ein bisschen Überblick. Auf jeden Fall sieht das jetzt schon ein bisschen schneller aus mit dem Porsche wie mit dem. Das kann ja, das kann ja auch sein, dass das gestern das Auto so kaputt war. Ich glaube, der Mercedes ist auch in der BOP ein bisschen benachteiligt. Heizer. Also. Also altes, zurzeit, zurzeit hat der Ferrari noch einen kleinen Vorteil, weil der neu ist. Beim nächsten Update wird das dann angeglichen. Das machen die meisten so. Hallo meine lieben Zuschauer und Rennsportfreunde, Simracing-Enthusiasten und total Verrückte. Ein ganz herzliches Willkommen. VHS GT Sprint Challenge. Hier in Nordamerika, Elkhart Lake, Wisconsin. Heute wieder GT3 Rennsport von allerfeinsten, mit den tollsten Supersportwagen der Welt. Und das auf einer der traditionsreichsten Rennstrecken Amerikas. Und wir begleiten heute wieder gemeinsam unseren Superstar aus unserem Team. Und dann Tommy hier. Die langgezogene Kurve hier ist für mich der schwierigste Teil von der Strecke. Ja, muss so ein bisschen Gas spielen und. Das ist schwer einzuschätzen. Im richtigen Augenblick, sag ich mal, voll drauf auf den Pinsel. Ja. Und hier kommt er schön rum. Ich glaube, hier muss ich einfach früher bremsen. Ja. Ah, der ist vom Handling auch ein bisschen besser als der Mercedes, habe ich das Gefühl, der Porsche. So, erste von zwei Runden. Ich weiß noch meine Zeiten gestern. 2,6. Ja, schon eine Sekunde runtergefeilt. Oh, schade. Ich glaube, jetzt wirst du deine Zeit nicht mehr verbessern können. Weil 8 Sekunden ich jetzt aufholen muss. Fährst du schräg rüber. Abkürzen. Eidadei. So, kariertes Fähnchen ist draußen. Aber, glaube ich, 13. bisher. 13. Ja. Da ist noch Luft nach vorne. Ich bin jetzt quasi mehr oder weniger sofort auf den Rennserver gekommen, ohne großartig vorher zu trainieren. Ne? Gestern mit einem anderen Auto hier gefahren, also ich glaube, die Voraussetzungen sind perfekt. Ja. So. Ich habe hier noch einen lecker Rum mit Orangensaft. Hast du eigentlich schon mal geguckt, wie viele Teams sich bei der M-Tank gemeldet haben?
Nee, ist das noch nicht. Da muss ich immer gucken. Ja, etliche haben sich auch nicht qualifiziert oder haben es drauf verzichtet, je nachdem. Arthur Weiß. Auf dem 7 war es immer gekümmert, ne? Es waren alle Vierer Zeiten, da komme ich nicht dran, ne? Schauen wir mal, wie es läuft. Du hast ja nur die Einführungsrunde geschafft. Du hättest ohne Viererzeit gefahren, stimmt. So, was haben wir denn hier? Porsche ist viel. Oh, hinter mir direkt Mercedes, VW, Lambo, Porsche. Hast du deinen Stream an? Nein. Okay. Du musst alles selber aufzeichnen. Das mache ich gerade. Ich hab nichts an. Der Porsche, der grüne neben mir, der gefällt mir, der sieht cool aus. Einige Autos. Das ist cool. McLaren, Mercedes, doch ziemlich ziemlich gut durchmischtes Feld, ne? Ja, ja. Wir haben sogar Audis dabei auch. Lambo ist dabei, Ferrari, Mercedes. Aber die Mercedes stehen alle hinten. Die haben auch alle 2,6er Zeiten gefahren. Gustavo Freitas, das ist doch eigentlich Rennleiter von Le Mans. Und aufgeregt. Ich? Und aufgeregt bin? Immer, jedes Mal am Formrennen bin ich aufgeregt. Du musst mal Mentaltraining machen. Danach rege ich mich meistens auf. Ja, muss machen. Ich bin ein Eisklotz, ich bin ein Eisbär. Ich bin ein Stein. Genau. Ich gehe mal auf Rio Chase Perspektive. Oh, einer ist schon gekickt worden wegen Packet Loss. Vielleicht hat er den Disconnect gehabt oder was? Ich mach die Bremsballons mal 2 Klicks nach vorne. Ich muss mich nur daran mal irgendwann erinnern, dass ich es wieder nach hinten mache. Oder 3. Ich habe jetzt ein bisschen nach vorne einen Überblick, dass ich sehen kann, wenn direkt vor dir irgendwo, wenn es scherbelt. Weiß nicht, ob das was bringt, aber es sieht cool aus. Aber von dem Lambo kann man wenigstens die Bremslichter gut sehen. Der McLaren startet direkt neben dir. Ja. Noch einmal kräftig den Schluck umgenommen. Ah, so, Daumen drücken. Man weiß es nicht. Drück die 10 mit.
Jetzt war es abgebrochen. Go, 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 go! Wo ist er da? Oh, der McLaren ist am Arsch. Ordentlich zurück. Ja, der hat's verschärft. Ich kann bis zum ersten vorne vorgucken, ne? Also. Achtung, hinter dir. Alles gut, alles gut. Alle gut durch die Kurve. Alles sehr diszipliniert. Ich glaube, der Chris Perry hat seinen ersten Platz verloren. Alle gut. Ja. Waren erstaunlich sauber alle. Ja, du planst nur auf der Reihe. Ist ja gut. Sehr gut aus. Bevor wir alle bisher fehlerfrei. Wollen diesmal alle ins Ziel passen. Dann ist lang. Ja. Mal warten, bis die Reifen warm sind. Vorne noch startet schon ein Angriff. Ja. Der ist schon vorbei. Der erste enteilt ein bisschen. Und der Chris Perry hält den Rest auf. Ganz vorne die Battle-Busch. Da hat es jetzt gekracht. Da hat es gelöffelt. Ja. Achtung, der fährt. Oh, hast du Glück. Der stumpft die Strecke zurück. Jetzt greift der wieder an. Ja, perfekt sauber. Jetzt schon eigentlich Plätze gut. Achtung. Naja. Es geht voran. Aber ist schon gerade zusammen das ganze Feld, ne? Also. Ja.
hast 5 Autos direkt vor dir. Der Rest ist schon geil. Und ich hab bisher, ich hab nur einen Blick nach vorne. Ich hab, muss ich ab und zu mal umdrehen, ansonsten nur vor. Vorwärts immer, rückwärts immer. Also ehrlich gesagt. Ich hab schon ein bisschen rumgemacht nach hinten, merkt man. Warum ich richtig voll zu fahren mit dem Mercedes gestern ging das? Ging das im Training? Vielleicht ist das Auto auch gestern kaputt gewesen, man weiß es nicht. So und so nicht mehr so schnell war. Aber hier der Mercedes, der Porsche scheint mir ein bisschen lockerer zu liegen. Oh, da kommt schon einer aus der Box. Wie hat der Olaf Mandai gesagt, zu langsam liegt immer am Auto. Für jeden Treffer, oh, der vorne hat mich so geil. Boah, was haben wir da vorne? 4 Autos oder? 5 Autos. Jetzt ist da vorne Angriff. Aber zieht zurück. Und schmeißt die Kiste weg, Achtung. Ja. Voll. Ausgerechnet der Lampo. Oh nein. Aber der Audi scheint immer noch gut zu laufen. Der ist 2 jetzt. 2 vor dir ist ein Audi. Ja. War ja auch zu spät auf der Bremse jetzt gerade. Audi ist auch eigentlich ein super Auto, ne? Ich bin mit dem nie zurechtgekommen, muss ich sagen. Ich weiß nicht wieso. Obwohl der Lambo ja die gleiche DNA hat. Der hat ja nur eine andere Hülle drüber. Achtung, oh, der ist ausgeritten da oben. Wieder 2 Plätze gut gemacht. Jetzt läuft es auf den 6. liegen. Wie ein Uhrwerk, ja. Konstanz ist hier der Schlüssel. Das war jetzt bestimmt ein Incident, oder? Das war ein Incident, der erste, genau. Extra Platz. Jetzt zieht sich das ein bisschen auseinander. Aber die 3 vor dir, die hast du noch. Noch locker. Im. Das ist praktisch, wenn du die 3 überholt hast, bist du auf dem Podest. Oh, ich versuch mal. Du musst mich anfeuern. Das mach ich doch die ganze Zeit. Boah, der hinten, der kommt aber auch wieder nah. Der ist auch schneller, der. Michael, we need. 205. Michael Schumacher, wir brauchen eine 205. Konstant, okay? Ist klar. Also du musst eine halbe Sekunde runterfeilen. Der kommt ran da hinten. Scheiße. Tut nur so, der hat bestimmt vorne die Antenne nach vorne ausgefahren. Das ist der und Achtung. Ja, und der Porsche, der hat ein bisschen Probleme, oder? Ne, BMW ist das, oder? Scheiße. Der ist Porsche. Ui, der kommt ja aber. Ja, der
was soll ich denn jetzt machen, ey? Ich kann da nicht durch die durchfahren. Die machen nichts, die gucken nur. Ich bin am überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, in der Box zu fahren. Weißt du, was ich meine? Der Undercut. Ach, Jetzt hat es aber Glück. Der ist schnell dahinter, ne? Ja, der hat ein bisschen später gebremst, dann wäre der jetzt fast hinten reingebrettert. Das Problem ist, dass der nicht der vor dir, sondern der zwei vor dir, der eiert ein bisschen rum. Der mit dem grün-orangenen Heck. Also, ich sag mal so, der Silberner, der müsste eigentlich in der Box. Achtung! Boah, das war ein bisschen sehr spät von mich auf der Bremse. Sorry for bombing, dude, sorry. Da sind alle vorbeigegangen. Great job, man. ich hab ein bisschen meinen Bremspunkt verpasst. Er hat sich nochmal bedankt. My braking point. I was so focused on the car in front of the car. Aber gib doch mal nach. Neunte Platz, zurückgefallen. Ja, ist mir die aller Tage ab. 120 Minuten, also gerade die Hälfte. Sehr wild genommen. Ich sag mal, da bist du nervös durch eine total scheiß Linie. Aber du kommst wieder näher dran vorne. Da ist eh noch langsam. Der ist aber überrundet schon. Ah, das ist eine Überrundetzahl, genau. Ja. Verliere ich ohne Ende. Das verlierst du da wirklich, weil das sieht nicht so aus, ob du da verlierst viel. Das sieht eher aus wie Gummiband, weil du kommst vor der Kurve nah dran und dann beim Ausgang ist er wieder ein Stück weg. Richard L. schon in der Tür. Und dann hast du eine kleine Lücke. Jetzt haben wir noch drei Runden.
Windschatten. Thank you. Thank you. Oh, ich weiß nicht, ob ich Top 10 rauskomme nach dem Boxenstopp. Du bist 9. Ja, Boxenstopp steht aber noch an. Ja, Boxenstopp, da gewinnst du doch immer Platz. Der Massimo Gabellini, der schon in dem anderen Rennen mitgefahren ist, in allen anderen, wo du gefahren bist, der bricht schon langsam ein. Die meisten kriegen zum Ende hin Probleme. Du bist doch da immer ein Uhrwerk. Au, der ist weit draußen. Ja, das macht er aber schon die ganzen letzten Runden. Jetzt wird spannend. Ja. Also allein jetzt in der Einfahrt schon ist, ich würde die gut gemacht. 33. Ich tue mal ein bisschen raus. Machen wir auf 31. Oder? Oh, 32. Sag ich doch, du machst immer Platz gut in der Box. Massimo Gabellini in der Box verholt. Wie heißt der Gabellini? Massimo Gabellini. In allen Rennen vorher auch mitgefahren wie dir. Aber immerhin. Ich bin mal gespannt, da die zwei, die da vor mir waren, ob die dann auch jetzt in der Box fahren. Die lassen sich per Hubschrauber betanken. Den blauen Porsche vor dir. Wo ist denn der silberne Porsche? Noch eins davor. Boah. Ja. Er scheint ein bisschen langsam zu sein. Oh, der silberne Porsche ist raus. Ja. Gustavo Freitas. Audi war noch von ziemlich beschädigt. Den bunten Porsche hast du auch. Der ist gerade in der Box. Schadensbegrenzung. Position 7, das ist doch gut, oder? Schadensbegrenzung. Ja. Dem Vorfall vorhin nicht schlecht. Der kriegt doch hier jedes Mal ein Incident, oder, wenn der so weit rausfährt? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall scheint es nicht gut zu kriegen. Aber du hast abgeholt. In 2 Sekunden, ja. Den vor dir überholen und einer löffelt sich noch und schon bist du in den Top 5. Ah, der gibt ganz schön Stoff da vorne, ja. 2 Zehntel, gut gemacht. 4 Zehntel.
Fährst du mit Monitor? Ja. Fix da vorne. Halbe Sekunde schon wieder gut gemacht. Das ist noch 2,5 Sekunden. Oh, da brennt der noch eine Box. Da brennt einer. Der hat gequalmt, ja. Da hinten kommt die silberne Porsche wieder scheiße. Na, jetzt müsste auch langsam das Rennen zu Ende sein, oder? 6 Minuten noch. Oh, den 6. den krieg ich nicht mehr, Patrick. Es tut mir leid. Macht doch nichts. Obwohl, wenn er weiter so Fehler macht. Ist auf 2 Sekunden geschrumpft der Abstand. 5 Minuten 18. Oh, der Porsche hinten scheint zu überholen. Ja. Oha. Ich habe ein Auge auf ihn. Oh, der kommt aber rasant näher. Ah, der fährt ungefähr auf dem Niveau da von dem Blauen. So nicht! Scheiße! Also hat beim Anbremsen angefangen zu schaukeln, scheiße. Ja, danke, Mann. Was? Was ein Typ, der wollte dich jetzt abdrängeln. Boah, guck mal, wie weit weg der Porsche schon wieder ist, der vordere, der silberne. Vielleicht schmeckst du denn vor dir noch, weißt du so. Ich hab weißes Fähnchen. Letzte Runde. 9. Platz. Top 10 ist okay. Zwei Fehler und dafür trotzdem noch von Endergebnis ist schon. Mein Drängel noch mal.
danke. Das Ergebnis. Great race, great race, Chris. Outstanding fun. Gibt ein paar ordentliche Pluspunkte. Oh Mann, Have a good night. Thanks. Alter, war schon okay. War schon okay. War auf jeden Fall, gab's noch was zu gucken. Genau. Mann, ey, ja. Ah, waren diesmal eigene Fehler. Kannst du keinen Fahrtrupp mitmachen. Ja doch. Der erste Divebomb, da habe ich zu spät gebremst. Ganz, ja. Da habe ich nur noch das Zweierschild gesehen und dachte so. Verdammt, normalerweise stehst du hier schon auf der Bremse. Okay. Aber war spannend. Ja. Aber alles in allem wenig Fehler. Was sagst du? Alles in allem habt ihr wenig Fehler gemacht. Ja. Ein sehr sauberes Rennen. Da hast du wieder schön Material. Also da waren schon ein paar. Ja. Ich habe ja nur dich begleitet. Ich habe ja gar nicht mich groß umgeguckt. Achso. Ich hatte hier die ganze Zeit Fahr Chase an, damit ich vor dir beobachten kann, wenn es kracht. Und hab dann ab und zu mal nach hinten geguckt. The number 75, the Black Tree Race Crew and GTEs. Because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette. As Thomas looking left and right, he goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. Some ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale in the number 75. That puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the campaign. Pat 15, the Pat 3 race crew car has rolled over, and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche. It's back on its wheels and it can keep going.